Also, ich werde meine Mario Kart Karriere nur fortsetzen, wenn das in den Kommentaren steht, dass man das sehen will, dass ich 200er fahre. Wenn nicht, dann... Du hast doch gerade noch große Reden geschwungen. Nein, 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 was tue ich da? Oh ja, oh ja. Jetzt hätte ich es beinahe verkackt. Zu Recht. Schreibt bitte in die Kommentare, dass mein Bruder doch weitermachen soll. Ihr wollt doch sehen, er hat doch großspurig gesagt, im 200 CCM-Modus wird alles anders. Im 200er Hubraum. Herzlich. Hallo. Hallo. Ich wollte nur dein Intro stellen. Ja, okay, los. Ja, willkommen zurück. Hallo. Gut, also wir sind wieder da. Zu Hau den Manu. Willkommen zurück. Mein Gott. Meine Damen und Herren, es neigt sich den letzten Cups der 150 CCM Hubraum-Saison zu. Was sagen Sie, unser Favorit, Manuel Vettel? Guten Tag. Hallo. Roy ist auch dabei, wollte ich nur sagen. Roy? Er ist der neue Fahrer. Achso, ja, okay. Oh, wir haben das Flammenbike. Kommen? Schauen wir gleich mal an, wie gut das ist. Oder? Nee, Hyrule Bike. Epona meine ich. Epolator, mein Lieber. Eponator. Da ist der Eponator. So, ich bleib dem treu, weil ich muss mich ja an irgendwas mal fest... Wir bleiben treu. Festmachen. So, jetzt haben wir Blatt. Crossing Cup, das ist dein Cup. Animal Crossing, aus dem Spiel kommst du. Wenn das so ist, dann... Bewohner. Bewohner. Der Bürgermeister fährt mit bei seiner eigenen Strecke. Bewohner for President. Bewohner for President. Präsident von was? Von MK8? MK8? Mario Kart 8! Kennst du das noch? Baby Park. Diese Mini-Runde da, wo man 7-mal rumfahren musste. Ach so, in GameCube. Ja, ist das da immer noch so? Ja. Und das war doch immer so scheiße, weil man von jedem Item getroffen hätte worden ist. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich Baby Peach genommen. Warum? Warum so, starte wegen Baby ich als Vorletzter? Weil ich als Letzter starte. Ja, das ist auch richtig so. Ist einer in meine Rote reingefahren. Oh oh. Nein, du Arsch! Nein, du Arsch! Was soll die Kacke? Dein eigener Bruder, du Verräter! Dein eigenen Bruder! Oh, oh Gott! Das ist eigentlich bei dem Spiel schade, dass dass es nicht so ist wie bei den früheren Mario Kart, dass wenn du ein Item hinten dran hängen hast, dass du dann nicht noch ein zweites nehmen kannst. Dass du noch ein zweites nehmen kannst, genau. Ja, das war bei den alten so. Ich glaube, das haben sie gelassen, damit es nicht ganz so viel Itemballerei ist wie sonst. Ja, auf der Strecke weißt du ja gar nicht, wen du überrundest und wer eigentlich in Wirklichkeit vor dir ist. Ja, das stimmt. Ich bin Sechster, das ist echt nicht gut. Ich bin Fünfter, das ist echt nicht gut. Ich überhole die ganze Zeit welche, aber ich komme keinen Platz nach vorne. Ach nee. Ich bin Erster, das ist echt... Ja, der Kugelwilli ist ja voll mies auf der Strecke. Ja. Ja, vor allem war das dann anscheinend noch nicht mal einer, der dich überholt hat, sondern einer, der hinten ist. Ach Mann. Jetzt erwischt mich wieder alles. Jetzt war ich Erster, bin die ganze Zeit vorne mitgefahren, jetzt erwischt mich wieder alles und ich bin... Ja, ich bin Erster. Das ist echt mies, immer vorm Schluss. Am Ende des Tages zählt der Sieger war. Wieso kannst du, ja, aber wieso kannst du mir nicht gleich am Anfang erwischen, dass ich noch Zeit habe zum Aufholen? So, ja, so war es bei mir. Mich hat es alles am Anfang erwischt. Jetzt ist jedes Mal so, ach komm. Ja komm, ganz ruhig. Es sind noch 3 Strecken vor uns. Das ist nervig. Nervig ist das. Nein, nein. Das kann ich jetzt ohne zu lügen sagen, das ist die Strecke, die ich am meisten hasse im ganzen Spiel. Kenn ich die nicht, gell? Nee, die ist vom Game Boy Advance. Game Boy Advance? Da gab's auch einen Mario Kart für. Echt? Mario Kart Advance. Den hatte ich sogar. Aber das Mario Kart hattest du nicht. Korrekt. Käseland, ey, geil. Wieso hast du das? Ich kann die Strecke einfach nicht. Ja, so jede andere halt auch, aber wieso hast du das? Hallo? Kann andere Strecken? Welche? Wer hat ja die bessere Bilanz? Ja, das kannst du ja nicht zählen. Wie oft hast du das gespielt?
Eigentlich müsstest du auf jeder Strecke Erster werden. So ein, zwei Mal. Hab ich's gespielt davor. Aber wirklich nicht öfter. Ja, ja. Pass auf, da ist ein Kettenhund und ich fall in den Abgrund, ey. Jetzt wäre ich gleich noch hinter dir. Ups. Hier. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt bin ich gleich noch hinter dir und schon ist passiert. Nein! Nein! Was nein? Hätte die Piranha Pflanze noch länger gehen sollen. Nein! Ja! Das gibt's einfach nicht. Es ist einfach. Das bleibt mir einfach treu, dieser Scheiß. Immer erwischt's mich. Ja, aber es geht vielen in Mario Kart. So, nein, bitte. Weißt, ich wäre gerade dabei, einen zu überholen, dann schießt mich wieder einer ab und ich verliere zwei Plätze. Das ist echt der Wahnsinn. Das kann man gar keinem sagen, wie toll das ist. It's beautiful, it's me. Wow. Nein, nein, ich fahr gerade einen Scheiß zusammen. Ja, wie immer. Sag ruhig. Sei ruhig. Magst du Käse? Boah, wir hatten früher immer diesen Scheiß. Ach nee. Wir hatten früher immer diesen Scheiblettenkäse, gell? Ja. Schon. Und? Den hast du immer pur gegessen, das weiß ich noch. Ja, und? Ja, keine Ahnung. Als wäre das was Besonderes. Der ist doch ein bisschen ekelhaft pur, oder? Wieso? Ich weiß nicht. Der ist doch richtig fettig, der Kass. Ach was. Der ist nicht fettig. Doch. Ist ja aber auf. Natürlich ist er fettig. So. Naja, Käseland. Ich weiß gar nicht, was du dich beschwerst, du bist Erster. Ja, das bin ich so gut wie nie auf der Strecke, deswegen wundert es mich auch gerade. Aber die scheinen mehr auf dich zu gehen als auf mich, also ist auch okay. Ja, es geht immer alles auf mich. Ja, genau. Hast du irgendwas eingestellt? Heul halt. Nein. Ja, ich kann... Mein Gott, ich rast gleich aus. Go, Manu, go. Oh, fuck. Ich fahre noch in der letzten Runde, in der letzten Kurve. Meine eigene Schildkröte kommt auf mich zurück, das ist ja echt... Nein. Nein. Wegen dem Scheiß werde ich nicht mehr Erster, jetzt bin ich Dritter. Nein! Fünfter. Schon wieder Fünfter. Ey, jetzt flippe ich dann echt aus, ey. Ich sag doch richtig gut, kann ich diese Strecke auch nicht abschließen. Das ist echt nervig. Das kotzt mir langsam. Ich glaub's dir. Oh Mann. Aber? Aber? Wie gesagt, 200, da wird alles besser. Da wird alles besser werden, alles genau. Wird besser. Weil ich da dauernd verkacken werde bei 200. Bei 200 ist ein schlimmes Ding. Wir können, wenn wir mit den Aufnahmen fertig sind, mal einen Cup in 200 spielen, dann siehst du, was ich meine. Gut. Ja, also ausprobieren möchte ich es vorher schon mal in 200. So ist nicht. Aber wir wollten in diesem Part ein bisschen über Super Smash Bros. Reden. Falls du dich entsinnst. Ja. Dann schieß los. Die Überlegung war, dass mein Bruder und ich dann auch mal ein paar Videos mit Super Smash Bros. Aufnehmen, weil er ein Erfolgserlebnis braucht, so sagte er mir. Und dementsprechend werden wir das demnächst auch mal angehen. Und jetzt war meine Überlegung, ja, wir können ja da verschiedenste Modi spielen und eventuell werde ich da mal mit den anderen ZX-Jungs reden und ein Alles Duell da. Mit meinem Bruder und ihnen vielleicht so im 2 gegen 2 Modus oder so machen? Ja, mal gucken. Das könnte was werden. Ja, schau mal. Ich weiß nicht. Können die das, oder? Ja, können sie. Ja, das musst du jetzt sagen. Nein, muss ich nicht. Ja, die können das schon, das Spiel. Na, sicher, wenn ich mir das. Sie können es besser als ich, meine ich. Echt? Ja. Ja, du bist ja auch nicht sonderlich gut. Das ist ja nicht. Hey. Übertreib nicht. Was? Übertreib's nicht, hab ich gesagt. Weißt, da ist mal Platz 6 und kriegt einen läppischen Pilz, einen läppischen. Da ist mal Platz 1 und kriegt nur eine Banane, ey. Was? Nicht rumheulen jetzt. Was sagst du eigentlich zu der Strecke hier mit diesem Ach komm! Ich würde sagen, heute läuft's noch schlechter als letztes Mal, würde ich sagen. Brauchst du nach dem Part eine Pause? Nö, nö. Danach ist ja eh bloß noch einer, oder? Ja. Ja, dann. Schenkt. Den ersten wirst du dann noch voll absahnen. Das wird dann der erste und einzige Cup, da wo du triumphierst, wahrscheinlich als Erster in der Tabelle oder so. Ja, ja, bestimmt. Da glaube ich auch ganz fest dran, vor allem wenn ich die Strecken mal wieder nicht sehe. Immer optimistisch bleiben. Keep cool, my friend. Ich mag die Strecke hier mit dieser Umgebung. Diese Shy Guy Häusern.
Ja, das ist so ein Witz. Achter, nein. Neunter, jawohl. Läuft, Zweiter. Läuft bei mir. Nicht mehr Erster, in der letzten Runde wieder. Ach komm, ich könnte. Tja. Ja. So ist es. Jetzt kriegt er einen Blaupanz. Ja, jedes Mal ist gleich. Also die Strecke, die war ja echt super für mich. Ich mag die Strecke. Du hast mir ja apropos nicht gesagt, dass es da eine Abkürzung gibt. Erstes Mal ist hier offensichtlich, dass man da links lang kann, ja, mit einem Pilz. Das sagst du mir ja nicht. Ja, klar. Genau, weißt du? Einfach weiter. Stimmt's nicht, oder was? Hast du mir gesagt? Muss ich. Also, jetzt sag mir mal, muss ich ihm alles erzählen oder hat er vielleicht so viel Grips, dass er das selber kapiert? Ich bin die Strecke jetzt zum ersten Mal gefahren. Jetzt ist mir aber spätestens nach der ersten Runde hättest du es kapiert. Ja. Ah, mein also Gott. Jetzt, dein Dorf, Animal Crossing Dorf. Wenn ich da nicht Erster werde, dann beende ich meine Mario Kart Karriere. Vor dem letzten Cup sind sie sicher, mein Freund. Dem letzten Cup der Saison. Der 180 DCM Saison, wohlgemerkt. Ja, ich muss halt einfach Erster werden jetzt. Man sollte am Höhepunkt aufhören, oder was? Ist ihre Devise? Ich meine, sie, halt es kann nur noch schlechter werden, oder? Ich muss jetzt einfach aufhören. Erster werden, meine ich. Ich muss jetzt einfach aufhören. Okay. Da hat er kein Item gekriegt. War er nicht. Nein. Schieß es nicht auf mich. Warum schießt es auf mich? Du willst, dass ich meine Karriere beende, oder? Nein, will ich eigentlich nicht, aber... Ja, warum machst du es dann? Ja, ich muss ja schauen, dass ich vorne hinkomme, damit wir einen Goldpokal kriegen. Weil bei dir brauche ich nicht darauf vertrauen, dass du einen Goldpokal holst. Gerade. Was? Ja, wie willst du jetzt noch einen Goldpokal holen? Ja. Mit deinen Platzierungen. Wenn man Bob-Omb zu lang hält, explodiert er in der Hand, gell? Ja, also, habe ich aber nicht gemacht. Er ist vor mir explodiert. Ja. Dann war die Zeitspanne genauso, dass er jetzt nicht getroffen hat. Da ballert er sich schon selber ab. Willst du selber, dass du deine Karriere beendest? Jetzt hättest mir mal sagen können, dass die Früchte in Turbo geben. Tun sie das? Hä? Tun sie das? Solltest du. Da ich gerade selber rausfinden. Also ich glaube, meine Mario Kart Karriere ist Geschichte, Leute. Votet jetzt unter dem Video, ob er seine Mario Kart Karriere nicht an den Nagel hängen soll und vor allem sein Wort halten sollte, dass er noch den 200 CCM Cup spielt. Weil seine Leistung hat sich ja nicht so immens gesteigert, wie er es versprochen hatte. Nur in einem Cup, da war mal so, ja, keine Ahnung, war wirklich Besserung in Sicht. Aber ansonsten, weiß er nicht. Jetzt ich sehe schon, jetzt zockt er noch richtig her, wahrscheinlich. Oh fuck. Ja, aber. Aber? Also, ich werde meine Mario Kart Karriere nur fortsetzen, wenn das in den Kommentaren steht, dass man das sehen will, dass ich 200er fahre. Wenn nicht, dann. Du hast doch gerade noch große Reden geschwungen. Nein, 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 was tue ich da? Oh ja, oh ja. Jetzt hätte ich es beinahe verkackt. Zu Recht. Schreibt bitte in die Kommentare, dass mein Bruder doch weitermachen soll. Ihr wollt doch sehen, er hat doch großspurig gesagt, im 200 CCM-Modus wird alles anders. Im 200er Hubraum wird alles besser und er wird mich abzocken. Und das will doch keiner verpassen, oder? Vor allem du willst doch nicht verpassen, wie du mich abzockst. Schauen wir mal. Aber auf die Smash-Parts könnt ihr euch freuen. Ich werde es mit den Kollegen absprechen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Mario Kart 8. Ein Cup erwartet uns auf alle Fälle noch. Bis dann. Und ciao. Yo!